Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und jetzt sind wir im dritten Teil meiner kleinen Volvo XC40 Videoserie und diesmal machen wir nämlich einen kleinen Roadtrip. Und zwar fahren wir von Bremen zum Ladepark Seat & Greet nach Hilden. Das sind so ungefähr 310 Kilometer. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit, aber mit einem Akku kommen wir da tatsächlich nicht ganz hin. Wir müssen also einen Ladestopp einplanen. Mit dabei ist meine Frau Nasilla. Wenn Hallo. Ihr meine Videos öfter schaut, dann kennt ihr sie ja bereits. Und ich bin gespannt, wen wir in Hilden so treffen, denn da ist ja immer viel los. Ist ja fast immer sowas wie so ein Community-Treffen da, gerade am Wochenende. Und jetzt muss ich mal eben die Route einprogrammieren und mal sehen, wo wir da laden. Hey Google, navigiere zum Nordpark 2 Hilden. Nach Tesla Supercharger navigieren. Okay, ich bin zwar kein Tesla-Fahrer, im Moment zumindest nicht, aber wir müssen jetzt Ladestopps hinzufügen. Mal sehen, was es uns vorschlägt. Zack. Ja, jetzt haben wir den Salat, weil wir haben hier bei mir vom Haus irgendwie kein Internet mehr. Warum auch immer. Ich kann keine Ladestation planen. Das heißt, ich kann das erst während der Route. Ja, was soll's. Ich fahre einfach mal los. Also, wir sollen einmal in Dortmund laden bei Ionity und da kommen wir mit 13% an. Da sollen wir eine Viertelstunde laden. Das Ganze dauert 2 Stunden 23 und die gesamte Tour 3 Stunden 22. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob der Volvo hier wirklich die 258 Kilometer bis Dortmund durchschafft. Ich meine, ich will ja nicht 100 fahren, ich will schon 130, 140 fahren. Google kann mir übrigens sagen, wie viel Reichweite ich im Akku habe, obwohl ich hier gar keine Reichweitenanzeige habe. Ich habe hier nur die Prozentanzeige und die steht auf 100%. Aber Google kann mir das sagen. Ich frage mal eben. Hey Google, wie viel Restreichweite habe ich noch? Mit der verbleibenden Batterieladung kannst du noch 380 Kilometer fahren. Ja, 380 Kilometer klingt erstmal sehr großzügig, damit müsste ich sogar bis Hilden durchkommen, aber das ist natürlich der Wert, den Google errechnet hat aufgrund meiner letzten Stadtfahrt, die ja irgendwie mit 17,2 Kilowattstunden sehr verbrauchsgünstig war. Und das werde ich hier auf der Autobahn garantiert nicht schaffen. Ich tippe mal so von meiner Erfahrung mit dem letzten Mal, wo ich auf der Autobahn mit dem Volvo war, so um die 25 bis 26 Kilowattstunden bei Tempo 130. Wir haben es heute aber schönes Wetter tatsächlich. Wir haben gerade 15 Grad und es sollen heute noch 27 Grad werden. Allerdings soll es im Westen im Ruhrgebiet wieder Gewitter und Unwetter geben. Ich hoffe, wir nehmen das jetzt in Hilden nicht noch mit. Das wäre echt schade. Aber mal sehen, ob wir ohne Regen heute durchkommen. Übrigens kurzer Zwischenstand nach 62 Kilometer auf der Autobahn. Wir sind jetzt bei 25,7 Kilowattstunden und man kann hier noch nicht ganz so schnell fahren, weil doch ein bisschen Verkehr ist, aber da wo es geht, fahre ich 140. Dafür ist das ein ganz guter Wert, finde ich, für diese Kiste.
was auch ein bisschen lästig ist, das ist beim Lenkassistenten. Ne? Also er funktioniert ja eigentlich ziemlich gut, aber sporadisch verliert er einfach so mitten auf der Spur plötzlich das Tracking und versagt den Dienst. Und dann driftet man irgendwie nach links oder rechts und merkt es vielleicht gar nicht. Warum auch immer. Ich meine, wir haben jetzt kein Gegenlicht oder so, sondern auf gerader Spur, wo er normalerweise die Linien vorher super gut erkannt hat, hört er einfach auf. Da muss man echt höllisch aufpassen, dass man das Lenkrad natürlich immer schön in den Händen hält. Soll man ja sowieso machen. Hust. Ja, wir haben ja auf der A1 Richtung Süden leider sehr viele Baustellen. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Baustelle. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist deswegen nicht ganz so hoch. Wir liegen hier rund bei 110 km/h gerade auf der Autobahn. Aber wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 24,5 Kilowattstunden dadurch. Ups, jetzt hat er mich wieder reingerissen hier. Verkehrszeichenerkennung ja, aber Geschwindigkeitssenkung nein. Tempomat 140, Baustelle 80, passt irgendwie nicht so gut zusammen. Was wollte ich sagen? Durchschnittsverbrauch 24,4 gerade. Dadurch, dass wir so viele Baustellen haben, ist er natürlich ein bisschen niedriger. Aber da, wo es geht, fahren wir 140. Leider geht es nicht so oft. Und wir sind jetzt bei 54% im Akku und haben 134 Kilometer zurückgelegt. Google Navi sagt, wir kommen jetzt mit 14% Rest in Dortmund an, am Ionity. Das sieht relativ zuverlässig aus und relativ genau. Wenn das so bleibt und die Baustellen nachher irgendwann mal aufhören, dann werde ich mal ein bisschen schneller fahren, also 150 plus. Mal gucken. Oh, hier 60. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich meine, mein Tesla hat es auch nicht, dass das die Geschwindigkeit absenkt. Aber mein Tesla ist halt auch schon von 2016 und ich würde mal sagen, heutzutage sollte man beim Auto gerade in dieser Preisklasse eigentlich erwarten, dass mit einer Verkehrszeichenerkennung, also Geschwindigkeitserkennung, auch eine automatische Geschwindigkeitsabsenkung beim Tempomaten zumindest erfolgt. Das ist hier leider echt nicht so. Schade eigentlich. Ich meine nicht, dass du dir noch ein paar Punkte hier noch sammelst. Ja, dann ist Volvo schuld, ne? Dann stelle ich das der Presseabteilung in Rechnung, wenn ich mir Punkte einhalte. Ja, super, aber du sollst ja immer selber drauf achten. Aber es ist natürlich, wenn du in der Baustelle 60 hast und du fährst mit 110 durch, bist du den Lappen weg. Dann ist der Lappen weg, ja. Zum Glück habe ich noch mehrere Lappen in der Schublade. Vor allem steht auf meinem Führerschein drauf, dass ich Klasse 3 habe und dieser Führerschein berechtigt mich zum Führen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Also eigentlich darf ich gar keine Elektroautos fahren. So, jetzt exakt 50% im Akku und wir sind 146 Kilometer gefahren. Durchschnittsverbrauch 24,5 im Moment. Jetzt fahren wir auch 145. Baustellen sind vorbei, also 290 Kilometer würden wir hier kommen mit dem Akku, wenn wir so weiterfahren. So,
Jetzt sind wir 215 Kilometer unterwegs. Durchschnittsverbrauch 25,9. Ist ein bisschen angestiegen, weil ich zum Schluss so 150 gefahren bin. Denn das Google-Navi hat mir gesagt, hier, ich komme jetzt mit 15% Rest an und da habe ich ja noch ein bisschen Reserve, habe ich ein bisschen Stoff gegeben. Also ein bisschen Stoff gegeben. Jetzt haben wir noch 28 Kilometer bis zum Lader. Wir sind super gut durchgekommen. Meine Autobahndurchschnittsgeschwindigkeit im Moment liegt bei 117 km/h. Also ich bin wirklich zügig gefahren, trotz der drei Baustellen. Also das war bis jetzt eine sehr angenehme Fahrt und auch die Reichweite ist völlig ausreichend eigentlich für so ein Auto. Und dann machen wir gleich in, weiß ich nicht, 20 Minuten ungefähr einen 15-minütigen Ladestopp und dann geht's weiter. So, wir laden jetzt mit 150 kW. Ich weiß nicht genau, wie lange er es beibehält, aber wir sind jetzt schon bei 21%, also geht recht schnell. Wir müssen ja eigentlich nur eine Viertelstunde. Müssen wir eben gucken, was Google sagt, wann wir weiterfahren können. Willkommen am Ziel. Das ist Seat and Greet, aber Google sagt mir jetzt nicht, wann wir weiterfahren können. Das sind noch 59 Kilometer. Ja, das ist ja nicht viel. Hey Google, wie hoch ist meine Restreichweite? Mit der verbleibenden Batterieladung kannst du noch 70 Kilometer fahren. Ja, eigentlich müssten wir die 60 Kilometer jetzt schon schaffen. Aber ein bisschen Puffer will ich haben. Oh, er zeigt mir übrigens die Ladeleistung an. 153 kW hier im Display. Wow, nicht schlecht. Was halt bei diesem Display so ein bisschen ungünstig ist, ist halt immer, dass dieser Bereich hier, dieser Infobereich, immer irgendwie im Weg ist. Ne? Jetzt kann ich die Karte kleiner machen, damit ich mal weiß, wie lange muss ich denn noch. Da ist mein Ziel. Also, dass sich der nutzbare Bereich vom Navi beschränkt sich dann auf diesen Streifen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Handygröße. Ne? Dass man das nicht mal wegschieben kann oder so. Das wäre schön. Oder einklappen. Das kann man nicht. Ja, wenn ich das X mache, breche ich die Navigation ab. Ja, ja, stimmt. Das wollte ich ja nicht. So, wir haben jetzt 45% im Akku nach 11 Minuten. Wir haben mehr, als wir brauchen. Aber wir haben jetzt einen Stau vor uns, leider, der uns eine halbe Stunde kostet. Das ist richtig kacke. Das versaut uns natürlich den Schnitt und wir kommen nicht wirklich zu der Zeit an, wo ich da ankommen wollte. Nach 400 Metern auf A. Aber so ist es halt. Das ist die beste Route, sagt mir das Navi. Besser geht's nicht. Tja, dann müssen wir durch. Ja, nach ein bisschen Gurkerei und wir hatten leider einen Stau, den wir dann umfahren haben. Das Google-Navi hat uns super durch das Bergische Land gelotst, war auch eine schöne Strecke. Sind wir jetzt angekommen und zwar nach 306 Kilometer. Wir haben 24,4 Kilowattstunden verbraucht am Ende für die gesamte Strecke. Und jetzt haben wir noch 27% Rest im Akku. Also sehr großzügig alles, total locker. Jetzt laden wir hier mal an Fastnet. Und ich habe schon ein, zwei bekannte Gesichter gesehen. Und wen ich gesehen habe, das erfahrt ihr gleich. Ja, und da fährt man zum Seat and Greet nach Hilden und wen trifft man hier? Nino, quasi. Du bist ja hier quasi schon Bestandteil der Einrichtung, ich oder? Ich bin Inventar. Also viele wissen das nicht. Ich wohne in dem Pavillon. Wenn da tagsüber der Bäckereibetrieb ist, abends kann ich dann einziehen. Alles klar. Hast du auch einen Flatscreen, 55 Zoll? Alles da, alles da. Super, ich komme vorbei. Und ich habe meinen eigenen Parkplatz und Ladepark und überhaupt. Nein, das ist natürlich Spaß. Wir haben uns hier ein bisschen verabredet. Ich habe gesagt, ich fahre heute mit dem Volvo mal hier zum Seat and Greet nach Hilden. Und da Nino, wie gesagt, hier Inventar ist und er sowieso jeden Samstag hier ist, habe ich gesagt,
gesagt, Mensch, Nino, lass uns mal ein bisschen quatschen. Wir haben uns nämlich noch nie getroffen. Richtig, das stimmt. Und ich habe gesagt, wir uns. Wir gucken uns ständig. Also ich kenne Nino schon länger als er mich, weil ich gucke seine Videos seit 2017. Und du guckst meine Videos, weiß ich nicht, 2000. Später. Ja. Mein Kanal ist erst 2018 gegründet, also muss später sein. Aber ich habe mehr Abonnenten als du. Nein. Ich gehe jetzt. Nino. Nein, ich habe da ein Auto mitgebracht, was du noch nicht kanntest. Richtig. Und das ist ja hier der Volvo. Ich mache ja jetzt eine Volvo-Videoserie. Und dieses Video hier ist ein kleiner Roadtrip mit Langstrecke. Wie gesagt, Bremen-Hilden sind so 320 Kilometer, 310. Und wir sind super gut durchgekommen tatsächlich. Und je länger ich diesen Wagen fahre, desto angetaner bin ich eigentlich. Und du hast den auch noch nie gesehen, oder? Doch einmal hast du ihn gesehen. Ich habe ihn tatsächlich diese Woche hier am Ladepark das erste Mal gesehen und wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Weil für mich war Volvo immer ein Plug-in-Hybrid-Hersteller bisher. Ja. Und ich wusste gar nicht, abgesehen vom Polestar natürlich, dass sie sowas bauen. Und vor allem, man sieht ihm das gar nicht an. Also das Einzige, was ihn so unterscheidet, ist ja hier von der Front, dass das hier geschlossen ist. Ne? Sonst ist es quasi... 1:1 der Verbrenner. Ich kenne mich gar nicht so mit Volvo aus, muss ich gestehen, weil eben die bisher nicht in meinem Fokus waren. Aber ich finde total super, dass sie es machen. Was der Volvo natürlich hat, aufgrund dieser Kastenbauweise und dieser Frontverbrauch. Also du kennst ja den Audi e-tron, rollende Schrankwand, und das ist hier fast noch schlimmer. Ist hier auch nicht besser. Optisch. Ja. Ist auch kein Wunder, wenn man das so sieht. CW-Wert 0,32, also das ist katastrophal für ein Elektroauto eigentlich. Und Volvo hat sich im Prinzip gedacht, wir haben ja hier einen kleinen SUV, Kompakt-SUV, als Verbrenner, den gibt es als Diesel, als Plug-in, dann machen wir noch ein Elektro draus. Ne? Das war's. Aber ganz ehrlich, sie haben ja auch keine andere Wahl. Nee, weil sie müssen. Volvo hat halt eine gewisse Sprache, solide, es muss groß sein, es muss stabil wirken. Ich sag mal, der klassische Volvo-Käufer möchte ja den Panzer haben, ja. Das sichere Auto, was in den 70ern unzerstörbar war. Wenn man sich so die Silhouette anguckt. Was sollen sie machen? Schuhkarton, ne? Ja. Also viel gerader geht eine Front nicht. Ja. Und ganz ehrlich, das ist für mich auch gar nicht das Entscheidende, weil wir wollen ja Autos anbieten für jede Zielgruppe. Geschmack. Und Volvo hat nun mal seine Zielgruppe, und dann gibt es jetzt halt eben den elektrischen Volvo, und das finde ich super. Ach so, erstmal hier vorne. Muss ich noch zeigen. Weil jetzt die spannende Frage, hat er einen Haubenlüfter? Hat er einen Frunk oder nicht? Es ist ein Verbrenner, der zum Elektroauto umgebaut wurde. Und er hat einen Haubenlifter, das ist Haubenlifter. Auf jeden Fall was. Und schau dir das an, er hat einen Frunk. Er ist nicht groß, also so e-tron-mäßig, aber ich meine, ich kenne auch Verbrenner, umgebaute Verbrenner zu Elektroautos, die das nicht haben. Ich kenne auch Autos, die eine Elektroauto-Plattform sind und das nicht haben, zum Beispiel der EQA. Das war dieser. So. Bei Tesla bin ich immer sehr vorsichtig, was die Haube angeht. Setzt du dich hinten rein? Vorsicht, ich bin sportlicher Fahrer. Nicht wundern. Das kannst du mit dem Auto. Guck mal, Auto. Viel tiefer geht er gar nicht. Ah, okay. Ah, ganz sanfte Pedalkurve, merke ich gerade. Ja, er fährt sich. Beim Tesla wäre bei so viel Hub schon Vollgas. Nee, du musst hier ein bisschen mehr drauf. Ja. Aber dadurch kannst du das Rekuperieren auch super dosieren. Nimm mal Gas weg. Oh ja. Oh, ja. Bis zum Stillstand. Das ist cool. Ja, bis zum Stand rekuperieren vermisse ich bei meinem Tesla tatsächlich. Ja. Der Lenkrad ist schön. Vorsicht, ich mache ein bisschen Schlenker. Ach so, und die... Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, er rollt jetzt nicht so viel. Wie viel kW Leistung hat er? 300. 300. Hat er irgendwie was von wegen Aufhawana oder sowas? So ja, natürlich, selbstverständlich. Er hat sogar Heckaufprallminderer, nennt man das. Ach, dann gibt er Gas. Ich weiß nicht, was er da macht. Das steht in der Ausstattungsliste. Ah, okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht Gurtstraffen und irgendwas macht er dann. So, Vorsicht. Machen wir ein bisschen Kick hier. Down. Ein bisschen Abstand. Vorbereitet. Ja, ist gut. 4,9 also. Ja, ist gut. Ist wirklich gut. Allrad geht auch, ne? Ja, hat man gemerkt. Also ganz leicht geschabt, aber hat das gut geregelt. Oh, Nino! Sehr schön. Ich bin ein alter Rennfahrer. Ja, man merkt das. Aber man merkt schon, dass er ganz schön über die Vorderräder schiebt, wenn du Gas gibst. Hat er mich auch eingeregelt. Also das könnte so ein bisschen hecklastiger noch sein. Ne? Also dafür, dass das ein Allrad ist,
Ich höre schon auf. Ist er schon ganz schön. Grün im Gesicht. Denk dran, ihr habt mich hinten. Nee, jetzt, wer jetzt interessiert ist, wie sich das anfühlt, also er schiebt doch sehr über die Vorderräder, ja. Was mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt bei so einem Koffer gedacht, dass auch das Heck so ein bisschen mitkommt, aber das ist oft, gerade bei so Autos, die jetzt nicht so super sportlich sein sollen, wie so ein SUV, ist das natürlich auch ganz oft, aber da merkt man, es ist einfacher zu fahren dadurch. Ne? Genau. Also kann nicht so viel passieren. Und so fährt man den Wagen ja auch nicht. Also die Leute. Der Jens ist ganz grün im Gesicht. Gut, dass ich die Pizza noch nicht gegessen habe. Gut, dass ich nicht. Die brauchst du jetzt auch gar nicht. Doch, jetzt brauche ich die Pizza. Müssen wir jetzt noch mal laden? Nee, ne? Wie haben wir jetzt verbraucht? Ist schon leer? Nee. Du kannst nur Google fragen. Hey Google, wie ist die aktuelle Restreichweite? Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Vorhin ging es die ganze Zeit. Ich glaube, Google ist beleidigt, weil du so sportlich gefahren bist. Google ist auch schlecht, ja? Ja. Hey Google. Also. Wie viel Restreichweite habe ich noch? Mit der verbleibenden Batterieladung kannst du noch 280 Kilometer fahren. Das reicht. Danke. Ja, Volvo. Ja, schönes Auto. Aber so im Prinzip schön, nur der Preis. Ja, also ich finde dieses Abo-Modell, gerade wenn man jetzt genau. Ein paar Monate das mal probieren will, ich finde es sensationell gut, dass ein Hersteller das anbietet. Man hat schon mal Firmen, die jetzt wie so Next Move oder so, das ist jetzt ein klassischer Autovermieter, aber ähnliche Firmen, die auch eine Art Abo versuchen irgendwie zu etablieren im Markt und dass das jetzt der Hersteller selber so anbietet und dann auch noch easy to use, dass ich sagen kann, ich nehme das Auto jetzt und will das nur für 3 Monate. Ich konfiguriere mir das, wie es mir gefällt. Dann muss ich natürlich warten, kann jetzt kein sofort verfügbares, wenn ich eine Wunschkonfiguration habe. Aber dann habe ich das Auto und kann sagen, ich fahre das 3 Monate und dann gebe ich das wieder ab und weil ich dann gar keinen Bedarf habe oder weil dann ein anderes Auto kommt, was ich bestellt habe, oder ich das mal testen will für ein halbes Jahr, bevor ich mich dann dauerhaft für so ein Auto entscheide, finde ich super. Ich hoffe, dass das Schule macht, weil das kann der E-Mobilität helfen, nochmal die Einstiegshürden, die Ängste zu nehmen, die Leute haben, die jetzt noch nicht elektrisch fahren gewöhnt sind oder sich damit noch gar nicht beschäftigt haben und da gewisse Skepsis haben, die darüber dann abbauen können. Das finde ich super. Ja, finde ich auch. Ja, ich hoffe, ihr wart auch ein bisschen begeistert von dem Auto, so ein bisschen so wie Nino vielleicht. Zumindest, wenn ihr hier drin gesessen hättet, hätte es euch gefallen. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter, aber außerhalb dieses Autos, weil es wird hier doch ein bisschen stickig. Und ja, bis gleich. So, schön war's. Lecker gegessen, mit Nino gequatscht, nette Leute getroffen, Leute kennengelernt. Also super klasse, ich kann euch Seat & Greet hier in Hilden nur empfehlen. Es ist fast wie so ein Community-Event, weil hier sind so viele Elektroautos, auch unterschiedlichster Art, nicht nur Teslas. Macht echt Spaß, hat mich total gefreut. Ich komme bestimmt wieder und nicht nur, wenn ich auf der Durchreise bin. Jetzt geht's aber nach Hause. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 300 Kilometer vor uns, 3,5 Stunden. Ich hoffe, wir haben keinen Stau. Ich muss noch eben, sorry fürs Geknister, ich muss noch eben das Navi programmieren. Und dann fahren wir nach Hause. Wir haben jetzt 95%. Das heißt, irgendwo zwischendurch müssen wir nochmal eine Viertelstunde laden. Wenn man mal nicht Tesla fährt, dann kann man mal ein paar interessante Ladestationen entdecken. Wir sind jetzt hier in Neunkirchen-Vörden, einer Aral-Tankstelle direkt an der Autobahn. Hier stehen 2 HPC-Lader von Aral, 350 kW. Und da ist sogar Scheibenwischwasser und Handtücher für die Handreinigung und ein Mülleimer für Öldosen, besonders wichtig bei Elektroautos. Jedenfalls super Lader, also funktioniert auf Anhieb einwandfrei. Wir stehen hier nochmal wieder so ein paar Minuten, ich würde mal sagen so 10. Wir haben jetzt schon wieder 45%, angekommen sind wir glaube ich mit 37, laden jetzt mit 116 kW noch. Und muss ich mal eben gucken, wie war der Verbrauch. Wir sind jetzt 500 Kilometer unterwegs und sind die letzten
30, 40 Kilometer mit Tempo 150 gefahren. Und da es jetzt doch sehr warm draußen ist, nämlich 28 Grad, ist auch der Verbrauch total niedrig. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch auf die gesamte Strecke gesehen von 24,2 Kilowattstunden. Und das ist für die Reisegeschwindigkeit, die wir hier gemacht haben, echt ein ganz guter Wert. Also ich bin sehr überrascht. Gut, wir haben sehr warmes Wetter, das kommt natürlich dem Verbrauch zugute. Aber so ein großer Schluckspecht, wie man immer wieder gedacht hat, ist der XC40 hier scheinbar doch nicht. Ja, das Geile ist, hier ist gerade ein Plug-in Range Rover angekommen und lädt jetzt hier am 150 kW Lader. Das nennt man mal Verschwendung, ne? Und ich habe gerade einen ID3 hier aus Versehen ausgeschaltet, wo ich mich quasi abstöpseln wollte. Ich habe jetzt 54% in 9 Minuten geladen von 38 oder 37. Es ging so fix, unglaublich. Und ich wollte mich abklemmen und habe ich aus Versehen den ID3 abgeklemmt. Aber der hatte sich gerade vor einer Minute erst angeschlossen und der Fahrer stand da noch und wir haben beide gut gelacht. Ja, so ist das, wenn man Tesla-Fahrer ist und sich nicht auskennt. Sorry. So, und jetzt starten wir wieder durch und dann brauchen wir noch ungefähr eine Stunde, bis wir zu Hause sind. Ladestopp, wie gesagt, keine 10 Minuten. So, wir sind wieder angekommen. War eine super entspannte Fahrt. Wir haben insgesamt zurückgelegt 611 Kilometer. Verbraucht haben wir 24,4 Kilowattstunden über die gesamte Strecke. Wir sind insgesamt 20 Minuten laden gewesen. Einmal 11 Minuten auf der Hintour, einmal 9 Minuten auf der Rücktour. Ganz fair ist es nicht, weil wir natürlich in Hilden vollgeladen haben, beziehungsweise waren dann mit 95%, wo wir losgefahren sind. Die Zeit waren wir ja aber sowieso da, also steht er, dann lädt er. Das heißt, er stand da eh rum und hat geladen, also zähle ich das jetzt mal nicht mit. Fahrzeit insgesamt 6,5 Stunden. Das ist wie gesagt die reine Fahrzeit plus die 20 Minuten fürs Laden. Ja, insgesamt eine völlig entspannte Tour. Wie fandst du es? Sehr schön. War super, ne? Absolut. Also mit dem Wagen kann man gut reisen. Er ist total komfortabel, er ist leise, macht Spaß, lädt schnell. Ladestopps sind wirklich sehr kurz. Zumindest wenn man halt nicht bis 100% vollladen will. Also das war wirklich top. Und ja, das war der dritte Teil meiner kleinen Volvo-Serie. Diesmal war es quasi eine Langstrecke und ein kleiner Roadtrip. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Und ein Video gibt's noch, da mache ich ein Fazit. Was hat mir an diesem Volvo gefallen? Was hat mir nicht so gefallen? Wo sehe ich Verbesserungspotenzial? Und am Ende die Frage, würde ich ihn mir kaufen? Wenn euch das interessiert, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.